Deutschland. Ebenso habe ich eben schon die ganzen Offiziellen angesprochen vom Schützenverein. Wenn wir Fragen oder irgendwas nicht wissen, man hat uns mal sehr gut unterstützt und stand uns noch mit Rat und Tat zur Seite. Auch nochmal Dankeschön dafür. Nicht zu vergessen, ein riesen Dankeschön an unseren Hochstart. Und leider muss ich jetzt auch sagen, wir waren ein wunderschöner Hochstart, ein wunderbarer Ton. Dankeschön für euch, danke liebe Freunde. Ich bin auch fast fertig, keine Sorge. Jetzt muss ich gerade noch mal ganz kurz ein bisschen sentimentaler werden. Ein ganz besonderer Dank gilt dafür nochmals. Ich hatte schon in meinem Grußwort auch schon reingeschrieben. Ganz, ganz großes Dankeschön. Man kann es nicht auf uns sagen, an die Fachkräfte von allen, die sich die ganze Zeit, also immer wieder Zeit genommen haben, unsere 18 Nachwuchs, Jungschützen sind nicht so viele dabei, meistens sind es Mädchen, aber gut. Sind ja potenzielle Königin eventuell. Also wir haben sie die Zeit und die Mühe gemacht und sie diese 18 Kinder immer wieder betreut. Dankeschön dafür. Und ganz speziell für mich jetzt, danke Mama. Genug der Worte und der langen Reden, draußen sind sie auch schon ganz nervös, Bernd hat schon ein paar Titten getreten. Ich wünsche den neuen Majestäten Bernd und Katrin sowie deren Hochstart ein wunderschönes Regentenjahr. Ich hoffe, dass sie genauso viel Spaß und Freude daran haben, wie wir das hatten. Ich freue mich jetzt auf ein feuchtfröhliches Fest und hoffe, dass morgen früh das Feld noch schief, wenn wir damit fertig sind. Ich glaube ja nein. Gut, wir wollen das neue Tennisfahr dann mit dem Fest würdig hochleben lassen und ich verabschiede mich jetzt, bald ein schönes Team brauchen, dann dreifach. Festigen, Hoido! 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 Liebe Isabel, lieber Boris, wir haben Danke zu sagen. Mit euch zu feiern, das ist klasse. Aber heute Abend aufpassen, nicht, dass die Security kommen muss, wenn ihr das Zelt abreißt. Wir müssen ja morgen noch etwas zu tun haben. Sonst haben wir keinen Grund, uns zu treffen und vielleicht nochmal ein Bierchen auf die Nachlese zu trinken. Wir möchten uns aber trotz alledem noch einmal bedanken bei euch. Nach Schützenheim mit einem Trefferkräftigen. Heudo! 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 Ja, heute Morgen nach dem Winterbundfrühstück kam natürlich dann der Höhepunkt unseres Schützenfestes am Montag, das Vogelschießen. Das Vogelschießen ist sicherlich ein spannender Augenblick, auch für uns als Neue. Wir hatten vorher ein wenig Bauchschmerzen, gibt es einen zügigen König, haben wir Aspiranten oder wird es knapp? Aber die Bauchschmerzen waren heute Morgen schnell verflogen. Selbst beim Insignien-Schießen, da war die Schlange schon fast bis hinter die Biertheke im Zelt, wohl bemerkt. Ich wusste gar nicht, wo man sich anstellen soll, wenn man da mal irgendwie durch wollte. Es war schon der Wahnsinn. Aber die zweite Kompanie, die mit den Insignien dran war, das ist dann mal auch noch eine große Kompanie. Und für ein zügiges Schießen kann ich schon mal Dankeschön sagen. Sagt Walter auch. Wir fangen ja grundsätzlich dann beim Vogelschießen an mit der Krone und die jetzt genannten können dann gleich mal hier hochkommen zur Treppe. Die Krone heran mit dem 40. Schuss, unser Schützenbruder Ralf Heidvogt. Das Zepter schoss mit dem 122. Schuss Bernhard Sterto. Und der Reichsapfel, der fiel mit dem 149. Schuss, unser Schütze Klaus Schnitka. Nun, hallo, aber jetzt ruhig. Ich darf die drei einmal nach hier oben bitten. Und tschüss. Und schon wieder los?
Nein, ich komme ja leer wieder. Ach die so, wollen ja nicht. Doch gut, gut. Das wäre ein großer Verlust. Ja, unsere drei Indizienschützen, sie strahlen mit der Sonne um die Wette. Wir wollen sie hochleben lassen nach Schützenhardt mit einem dreifachkräftigen. Heulo! 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 Und dann kam die Uhrzeit 12:42 Uhr, der 295. Schuss. Unser lieber König hat es vor zwei Jahren schon einmal versucht. Er hat gesagt, ich mache eine kleine Pause, aber ich komme wieder. Und heute Morgen hat er sein Versprechen wahrgemacht. Ich rede von unserem neuen Schützenkönig Bernd Straßgötter mit seiner Königin Katrin Bücker. Ich darf Sie einmal nach vorne bitten. Sie haben Ihren Hofschlag. Ja, dein Fanclub jubelt schon. In deinen Hofstadt hast du dir gewählt, Marc Wollnöfer und Claudia Pleiter. Jan Hölkemann und Anna Nagel, Christian Fleiter, Franziska Schallöck, Sebastian Essel, Katharina Haferkämper, Ingo Drücke, Nadine Barkenkämper, Johannes Laukötter, Simone Altebäumer, Sebastian Niehüser, Nicole Holthaus, Marco Westkämper, Christina Sprey, Sebastian Hildebrand mit Frau Sarah Hildebrand und Thomas Straßgötter und Sabrina Volkmann. Und zwei, die arbeiten dürfen, das sind die Königsoffiziere, Marius Muschewi und André Lüttgemeier. Ja, zu Bernd darf ich kurz erwähnen, Bernd stammt aus einer erfahrenen Schützenfamilie. Er hat schließlich schon 2002 als Wunschkind gedient unter seinem Vater, der 2002 die Königswürde errungen hatte. Selbst sein Opa war 1977 schon König hier in Wallersloh. Er ist als 30-jähriger Spediteur bei seinem Vater angestellt und ich denke mal, wenn es was zu transportieren gibt, dann brauchen wir ihn nicht mehr lange fragen, dann haben wir den passenden Mann in unserer Mitte. Seine Königin ist als Arzthelferin in Anrücht am Arbeiten. Das wusste ich jetzt nicht genau, deswegen kann ich aber eben fragen. Und sie kommt aus der Schützenstraße. Wir wollen unser Königspaar und das Gefolge hochleben lassen. Nach Schützenhardt mit einem Dreifachkräftigen. Heulo! 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 Thank you.
ihr beiden seid aber noch nicht komplett ausgestattet. Das ist nur die Ausgehkette. Wir haben auch noch eine große Kette und die darf ich euch jetzt als äußeres Zeichen überreichen und der Königin die Krone anstecken. Ganz hervorragend. Jetzt mit komplettem Schmuck, mit Krone. Dann darf ich euch noch einmal hochleben lassen. Da schützen wir einen Treffer, Kritik. Heulo! 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 Ja, wir können kommen.